Mein Name ist Ota Hörl Edwina und ich lebe in Tokio und mache Mode. Also bei uns ist irgendwie eher so das Dekolleté oder so, das man zeigt. Ja. Und also beim Kimono ist es eher der Nacken, der dann auch erotisch ist oder so. Ja. Der Ishibe-san, das ist ein Stammgast von da. Ich habe 91 diesen ersten österreichischen Modepreis oder einen Förderungspreis für experimentelle Mode bekommen. Ich habe Yamamoto in Paris besucht und dann bin ich nach Tokio gekommen. Yamamoto, das war irgendwie inspirierend, ja, was Yamamoto in den 80er Jahren gemacht hat. Ja. Also das war toll. Ja. Sackartigen, diese Hüllen, ja, diese nicht figurbetonten Kleidungsstücke, das war revolutionär. War das, ja. War das ein einfacher Start sozusagen? Nein, es war sehr, sehr schwer. Ja. Also ich habe mich noch nie in meinem Leben so einsam gefühlt wie die ersten Jahre. Also es war jetzt wahnsinnig busy bei Yamamoto. Ja. Es hat niemand im Atelier, also in der Abteilung, wo irgendwie wirklich kreativ gearbeitet worden ist, hat eigentlich niemand Englisch gesprochen. Ja. Ich glaube, in der Zeit habe ich wirklich gelernt, so Gedanken zu lesen oder so, oder zu fühlen, was vor sich geht. Ja. Die Mode, die wir machen, also in Europa würde man sicher sagen Oversize. Ja. Und ich bin immer noch verwundert, wenn ich dann zurückfahre nach Österreich, auf Japanisch würde man sagen bitte, bitte, also wie eng die Kleidung dann doch von den meisten geschnitten ist. Ich glaube, das ist schon kulturbedingt, weil der Kimono, also dieses traditionelle Kleidungsobjekt, würde ich sagen, das ist ja nicht figurbetont. Ja. Von diesem Faktum aus oder so ist es, glaube ich, nicht ungewöhnlich für Japaner, dass sie etwas tragen, was den Körper nicht jetzt wirklich zeigt. Ja. Sondern genau dieser Raum dazwischen, glaube ich, ist interessant. Ja. Das ist ganz ein wichtiger Anspruch, eigentlich sexy Kleidung zu machen. Ja. So dass man sich gut fühlt im Sinne, dass man so diesen Sex-Appeal irgendwie selber spürt. Ja. Die meisten Sachen werden in Japan verkauft. Ja. Die meisten Select-Shops haben wir in Japan. Dann haben wir noch einen guten Shop in Südkorea, in Seoul. Und dann einen Shop in New York, der die Sachen kauft. Und einen Shop in Peking. Ja. Wenn ich dann wieder länger in Österreich zurück bin. Die Leute sind alle sehr stolz oder so, ja, aber sie sind sehr liebenswürdig. Ja, und sie haben einen irrsinnig einen charmanten und friedvollen Umgang wird gepflegt. Ja. Das ist immer so dieser große Unterschied. In Österreich oder in Europa diese Individualität. Ja, so du kämpfst so für dich allein. Ja, oder für dich und deine Familie oder für dich und deine Liebsten oder so. Ja. Und da ist es irgendwie, da gibt es dann verschiedene Gruppen. Ja. Da gibt es dann eben die Arbeitsgruppe irgendwie, wo du eine Gruppe bist und wo du dann für diese Arbeitsgruppe oder für diese Gemeinschaft irgendwie ehrgeizig bist. Oft, wenn ich dann nach Österreich komme, irgendwie eben das Land des Lächelns oder so, ja. Oder was denken die Leute wirklich oder so, ja. Ich meine, was die Leute wirklich denken, das weiß ich in Österreich auch nicht, ja. Aber ich brauche keine Aggressivität oder keinen Grant von Leuten, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe, ja. Und sowas begegnet mir da nicht. Also ich bin überhaupt nie mehr grantig. Nie mehr. Ich meine, solange ich bei Yamamoto gearbeitet habe, wollte ich dazugehören, aber habe nicht dazugehört, ja, eigentlich. Ja. Und habe mich untergeordnet und habe das toll gefunden und aufregend und so weiter. Ja. Wie dann Sane, also mein Mann oder den Mann kennengelernt habe, irgendwie, der mein Mann dann geworden ist, der hat mir wirklich ein Zuhause gegeben. Ja. Also Tokio ist meine Heimatstadt, würde ich sagen. Mhm.